Leute, heute wird die Puppe im Puff doppelt genommen, nämlich Puff-Puppe 2 von Sensory ist rausgekommen, Halbfinale der JCC 2020. Ey Leute, ich hab Bock. Es ist soweit und heute analysieren wir von Sensory das gute Stück Puff-Puppe 2 und von Punges den neuen Song. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade richtig Bock auf in die Fresse Batterie an den Iron Boy. Da habe ich richtig, richtig hart Bock drauf. Leider gibt es ein kleines Problemchen für die Leute, die auf MyZip und Flow gewartet haben. Ich habe das Ding nämlich schon aufgenommen. Leider ist die Datei irgendwie kaputt gegangen und leider konnte ich nur meine Voice aufnehmen. Heißt, ihr habt gar nicht das Bild und den Sound von den Runden da. Das ist natürlich Bullshit. Und weil ich das hasse, dann so eine Zweitreaction zu machen, habe ich gedacht, okay, lassen wir das, aber ich sage euch kurz, wie ich die beiden Runden finde. Flow hat mich absolut überzeugt, eine richtig, richtig geile Runde. Und das Highlight der Runde war das natürlich hier mit dem Brunnen. Keine Ahnung mehr, wie die Zeile ging, aber mit dem Brunnen war auf jeden Fall nice. Die Hook war geisteskrank und hier auch mit dem 1 € Nestle-Shit. Habe ich geisteskrank des Todes gefeiert. Also eine sehr, sehr stabile Flow-Runde. Eine der Runden, die mir besser gefällt, als die, die er so die letzten Wochen gekickt hat. So, dann haben wir MyZip. Und ihr wisst ja genau, wie ich zu MyZip stehe. MyZip war halt eine typische MyZip-Runde für mich, aber hatte deutlich mehr Highlights als die letzte Runde. Aber im Gesamten fand ich die letzte Runde von ihm doch noch ein Stück besser. Aber die Runde hatte auf jeden Fall auch nice Highlights hier mit dem Blasen und Gopnik und auch den Sensory Front und dann halt der Eminem-Einspieler, ne? Sehr nice, habe ich des Todes gefeiert. Ein sauberer Double-Time, nice Hook. Das war so das Highlight von MyZip, finde ich, tatsächlich im Halbfinale. Ja, das jetzt so ganz kurz zusammengefasst, weil ich wirklich kein Fan davon bin, nochmal eine Reaction nochmal zu machen und hier und tralala und dann wäre es so eine Zweitreaction und dann wäre ich halt gar nicht mehr überrascht von dem, was mich erwartet. Deswegen sage ich euch leider, wie es jetzt kommen musste, ja, ist ich die zwei Runden leider nicht hochladen konnte. Stört mich auch extrem, weil das eine richtig gute Analyse in meinen Augen geworden ist und deswegen, ich war richtig abgefuckt, als ich schneiden wollte und gesehen habe, jo, ist nicht. Naja, ich lasse mich jetzt hier nicht abfucken, wir gucken uns jetzt hier von Sensory Puff-Puppe 2 ein Halbfinale und von Punges auf beide Kandidaten geisteskrank Bock, ja, und das sind auch beides meine Favoriten. So, deswegen hoffe ich natürlich auch, dass die weiterkommen. An und für sich fand ich sogar auch noch Flow besser als MyZip, kurz angemerkt, also mal gucken, ob die beiden Flow übertreffen von den Runden oder auch MyZip. Stimmt mal vor, die haben beide richtig reingeschissen. Kann natürlich auch sein, ne? Das kommt natürlich komplett auf die Leistung der Teilnehmer an. Deswegen, let's go Puff-Puppe 2 von Caro Cream, wollte ich gerade sagen. Von Sensory. Ja, es ist Tune, der Boss. Ja. Yeah. Sensory! Puff-Puppe 2! Ich hab Bock, ne? Das ist natürlich an die Quali angelehnt. Puff-Puppe 1. Ich hab Bock, Alter. Fand ich nice. Quali war eh mit Kamru und den Nirvana Seekers, meine Lieblingsquali, ne? Puff-Puppe. Ja, also Puff-Puppe noch über die Nirvana Seekers und Hugo Boss und Puff-Puppe war auf jeden Fall, fand ich, die stabilsten Qualis. Ja, okay, MyZip auch noch geisteskrank, ja, aber egal. Ja, stimmt, ich wollte noch kurz was erzählen und zwar, jetzt denkt ihr euch, jetzt labert er wieder 5 Stunden. Nein, ich wollte nur kurz sagen, wahrscheinlich haben sich viele gewundert, jo, warum kam vom Halbfinale keine Analysen? Warum hat das so lange gedauert? Und ich könnte euch jetzt hier aus dem Nähkästchen 500 Sachen erzählen und ich könnte mir aus Google irgendwie dahin schreiben, wie suche ich schnell nach einer guten Ausrede? Aber nein, ich sage euch so, wie es ist, ich hatte einfach echt keinen Bock. Ja, also das Halbfinale kam und auch Finale ist jetzt schon draußen so. Und eigentlich war ich auch gehypt, aber irgendwie hatte ich gar keine Motivation, mich hinzusetzen und zu sagen, jo, Leute, wir gucken uns das an. Keine Ahnung, also sage ich euch so, wie es ist, hatte ich einfach echt nicht so viel Bock drauf. JCC bisher wirklich ein nices Turnier, so auch nice Teilnehmer, nicht alle fand ich wirklich nice, fand wirklich nur sehr wenig interessant, sage ich euch auch so, wie es ist. Ja, ich bin gespannt aufs nächste Turnier, ob es jetzt eine JMC2 sein wird und so. Und ist natürlich auch generell schade jetzt fürs Turnier. So, ne, ist die Klicks nicht so stimmen und so. Es war ja das JBB 2018 war schon von den Klicks nicht so stark, aber das ist ja nochmal deutlich drunter, ja, von der Messlatte. Deswegen, ich hoffe wirklich, dass jetzt, wenn eine JMC2 kommt oder was weiß ich, ein JBB oder so, ist da einfach geile Teilnehmer bei sind und die wegen Julians Verhalten in der JCC wieder Bock kriegen. So, und auch auf den Vertrag bezogen und sowas, ne? Ist sie wieder Bock haben, bekannte Namen da sind, so ein Johnny Dixon oder so, wird natürlich nicht dabei sein, so, das machen wir uns nichts vor, was natürlich schade ist, so. Aber irgendwelche Teilnehmer, die auf jeden Fall, die man kennt, ja,
Und dann vielleicht für den Hype wieder sorgen des Turniers und für die Interesse. Vielleicht auch ein bisschen kleiner das Turnier ist, nur wirklich die geisteskrankesten Teilnehmer da sind oder so. Ich weiß es nicht. Wird Julian natürlich entscheiden. Ich hoffe aber, dass der Hype wieder vielleicht zurückkommt. Ich denke nicht. Ich sag euch so, wie es ist, aber ich bin auf jeden Fall beim nächsten Turnier auch wieder am Start so, und ich hoffe da auch wieder ein bisschen pünktlicher. Ja. Deswegen, also, ja. Das nur kurz dazu und jetzt geht's los. Puffpuppel 2, Sensory Bock. So, hier ein kurzer Cut nochmal, weil jetzt gerade kam ein saftiges Paket von der DHL, Alter. Delivery kommt nicht bei dir an. Haha! Okay, wer weiß, von wo das ist, der ist auf jeden Fall... Ja, okay, nicht so geisteskrank, so wie bei den letzten Zahlen, die ich mal genannt habe. Aber der ist auf jeden Fall schon cool. Okay, Sensory Popope 2. Ich würde auch sagen, Sensory ist so der Teilnehmer in der JCC, der in meiner Playlist die meiste Wiedergabezeit hat, ja. Die meisten Songs, die ich am meisten gepumpt hat, ist von Sensory. Bock, deswegen let's go in die Fresse Rap, ja. Los geht's, Junge! Beat klingt gut, klingt gut. Jawohl. Ich fühl mich wie ein Mafioso, klär meine Sachen mit Gewalt. Ich höre Little Richard, danach ist mit Höflichkeit vorbei. Wir kannst die Little Italy, wo deine Träume sehr schön platzen. Gute Freunde in meinem Kreis und noch paar schwanzgeile Schlampen. Ja, nice, Alter. Gute Freunde in meinem Kreis und noch paar schwanzgeile Schlampen. Und hier auch wieder hier. Alter, was ist das für eine riesen Grey Goose Bottle? Holy shit. Dieser Shiggy verbrennt finde ich jetzt gerade nicht so nice, so als absoluter Pokémon-Süchtling. Ja, ich liebe Pokémon über alles, Alter. Holy shit. Competitive Jesus, ja. Nein, voll nice. Haben mich auch schon wieder ein paar gefragt, was ist denn los? Ihr kein Competitive Shit mehr. Ja, wartet mal ab. Ja, wartet mal ab. Mein Guardchomp ist back in the hood. Nein, aber geil. Einfach nice, einfach direkt nice und auch die Schnitte und einfach die Einspieler, die gezeigt wurden vom Video her, einfach die Atmo, ist genau die Atmosphäre, die er hier vermitteln soll mit Puffpuppe 2. Klingt asozial und einfach nice Ausschnitte, nice Takes, nice geschnitten, gute Cuts gesetzt. Perfekt, perfekte Runde bisher. Sprech 7 Sprachen fließen und kenn Leute überall und halt die Fresse bei der Kommunikation mit Polizei, ich bin... Ja, auch geil so, ne? Ich spreche 7 Sprachen fließend. Ja, moin, Dicker. Einfach nice. Ey. Also, wenn es stimmt, Props, ne? Wirklich Props. Aber sonst eine nice Übertreibung auf jeden Fall. Und auch, wo der Beat weggeht mit halt die Fresse mit der Kommunikation mit Polizei. Finde ich, ist einfach dope. Ist einfach dope. Ein bisschen Abwechslung so drin, ist der Beat weggecuttet wurde mit halt die Fresse. So, und das ist auf jeden Fall rund. Ja, rund. Aber er flext komplett durch. Ich bin der schönste Mann der Welt und könnte Modeln sagen viele. Ich box voll aus deiner Gruppe und du fasst du machst die Fliege. Ich trage teure Designer-Mode, am Körper gehe ich joggen. Doch am Abend für das Feiern klär ich Adidas Klamotten voll. Ja, auf jeden Fall nice, ja. Er bleibt sein Image treu. Super. Auf Testosteron zieh ich aus geilen Scheiden groß. Ich krieg einen Anruf, wo du rumhängst und dann komme ich dich holen. Ich ja, nice. Die kompletten Reime quasi. Bei den ganzen Reimen in der Zeile hat er einfach den Beat weggecuttet. Klingt einfach fett, rund und sorgt für Abwechslung. Und das ist natürlich auch eine Sache. Das sticht heraus. Es sticht einfach heraus, wenn er das wegkartet. Und das ist gut. Pack die Schuhe zum K.O. und hau dir Zähne raus. Sensory, die Ursache der Katastrophe, so wie diese Fledermaus. Auch ist der Zahn weg, ist Junge. Was hat er gemacht? Einfach rausgeboxt oder was? Aber auch geil, ist er einfach vor diesem Haarding. Einfach dreht einfach vor diesem Haarshopladen, Alter. What the fuck? Sehr viel bunte Scheine, brauch ich gar nicht viel Arbeit. Er war der beste Ficker in der Stadt, er steht auf einem Grabstein. Du bist ein kleiner Fisch im Becken der Haie, du bist die Zwerg. Ich bin gespannt, wann eine Freundin zu dir kommt und dir erklärt, dass sie sich ficken lassen hat. Ey, deine Schlampe kann gut blasen, dicker Casanova Sensory hat wieder zugeschlagen, dicker. Ja, nein. Jo, was denn jetzt los? Nice, aber geil. Ich wollte nämlich gerade sagen, für Puffpuppe ja, kam bisher noch zu wenig mit Frauengebumse so. Und deswegen... Direkt, ich glaube, es kommt die Hook oder so. Holy shit. Deswegen geil. Deswegen geil ist, dass hier nochmal am Ende des ersten Parts hier nochmal komplett drauf eingeht. Ich bin gerade ein bisschen lost, ich weiß nicht wieso. Aber ich glaube, es kommt die Hook. Ich hab Bock. Los geht's. Sich ficken lassen hat, ey, deine Schlampe kann gut blasen, dicker Kasa. Kasa, was haben sie jetzt wieder zugeschlagen, dicker? Geh mal leist und investi. Ey, bis auf den Schlag behindert, brauch ein Rollstuhl mit dir. Alter, wie geil. Ich tritt auf sie wie Schwini. Hab die Schlampe in den fetten Arsch, Bruder, dann fick sie. Oh, ist das geil, holy shit. Ich fritz auf sie wie Shiggy. Hat die Schlampe einen fetten Arsch, Bruder, dann fick sie. Ey, du Schlampe, was ist los mit dir? Warum schimpfst du so laut? Soll der ganze Block wissen, dass ich grad ticke oder was?
Geil, Junge. Alter, D-Hawk hat mich komplett gecatcht, Junge. What? Wie die auf einmal da losbrüllen. Ich spritze auf sie wie Schicki. Hat die Schlampe einen fetten Arsch, Bruder, dann fick ich sie. Geil, Junge. What the fuck? Und dann diese Sounds. Ey, so gut. So gut. Und, Alter, oh nein. Soll der ganze Block wissen, dass ich dich gerade fick oder was? Ey, Junge, ist das nice. Ey, ich feier es komplett ab. Ey, ist so gut. Ist so gut. Hook. 1 plus mit Sternchen, ich sag's so, wie es ist. Klappt in eine Bank und klack paar Schließfächer. Kumpel und mich ab und fährt mich weg zu deiner Stiefschwester. Fick in die Hure und treff ihren Vater auf dem Flur. Als Geschenk für den Nutzen, so einen frischen Sekt aus der Natur und dein. Oh, nicer Schlagstock auf jeden Fall. Ja, für den Nutten so einen frischen Sekt aus der Natur ist auf jeden Fall ganz witzig. Ja, weiter geht's. Klingelt schon mein Handy, ich hab Zeit schon seit Tagen. Doch die Mutter ist eine Milf, also muss mein Kontaktmann warten. Danach bin ich. Ja, ist okay. Auf dem Weg, ich fahre Bus, hab kein Benzin. Mein muskulöser Rücken schwerst, aber trotzdem sitz ich schief im Witz. Ah, der ist nice, der ist nice. Der ist gut, ist gut. Du hast einen Kopf im Thron, du bist ein kleiner Nuttensohn. Nicht in der Lage, heute zu fahren, wegen des Recycle holst. Ey, yo, Püppe, wollen wir ficken? Ich hab sehr viel zu bieten. Nach dem Geschlechtsverkehr muss sie aus dem Hotelzimmer kriechen. Es war das ist geil. Nach dem Geschlechtsverkehr muss sie aus dem Hotelzimmer kriechen. Wie es auch betont, richtig geil. Und was eine geile. Ja gut, bei ihm ist es bestimmt keine Übertreibung. Aber für viele deutsche Rapper wäre es eine Übertreibung. Aber für Sensory, dem würde ich zutrauen, dass das keine Übertreibung ist. So. War um 19 Uhr geplant, ich komm um 20 Uhr 40. Denn ich fick die ganze Schwanz, das geile Vibe in ihrem Pfirsich. Die war ohne Ende wet, hab meinen Finger reingesteckt und das machte die Schlampe geil. Ja, okay, jetzt hier zu sagen, so, es macht die Schlampe wet. Ich steck meinen Finger. Ich bin lost. ja, ihr wisst, was ich meine. Fand ich jetzt nicht so nice. Danach fragen sie mich zum Zeit. Ich kann nur saufen, ficken, fressen, das ist meine Funktion. Ich mische Whisky mit dem Wodka und deinem kleinen Schuss rum. Schon wieder völlig besoffen, ich komm nicht rippen bei Nacht. Es ist Sensory, der trunken wollt aus Zelt durch Stadt, Digga. Ja, geil. Oh, nice. Überleist du den Whisky. Ey, besoffen, stark behindert, brauch ein Rollstuhl wie Timmy. Ich brauch einen Rollstuhl wie Timmy. Hab ich ja jetzt erst gehört, Junge, what? Ich spritz auf sie wie Shiggy, hat die Schlampe einen fetten Arsch, Bruder, dann fick ich sie. Geh mal leist du den Missy, ey, pass auf die Schlampe hin, dann brauch ein Räuschen wie Timmy. Ich spritz auf sie wie Shiggy, hat die Schlampe einen fetten Arsch, Bruder, dann fick sie. Geil, geiles Ding, ey, holy shit. Geh mal leist du den Missy, ey, pass auf die Schlampe hin, dann brauch ein Räuschen wie Timmy. Ich pass auf sie wie Shiggy. Was ich hab bei einem fetten Arsch, Bruder, dann fick ich sie. Geh mal leist du den Whisky. Ey, bist auf dem Schlag behindert, brauch ein Räuschen wie Timmy. Ich spritz auf sie wie Shiggy. Hat die Schlampe einen fetten Arsch, Bruder, dann fick sie. Geistesgestört. Holy shit, Sensory, Junge. What? Ja, das war's. Ja, Black Screen, okay. Alter, Leute, was war das für eine Runde? Also, die kommt auf jeden Fall über Flow und Mizep. Ey, Junge, Junge, Junge. Alter, also die ging jetzt nicht so lang. Es ist bei Sensory ja Tag, ne, Gang und Gäbe. Geisteskrank. Hook holt mich komplett ab. Macht richtig Bock mitzumachen. Video sehr atmosphärisch, sehr schlicht, also relativ schlicht gehalten, so ist ein nices Gangster-Street-Video, so. Aber es ist einfach genau das, was es sein soll, so. Von den Schnitts her einfach von den Schnitts? Ja, moin! Von den Cuts her geil gemacht. Nice Dinger. Hat einfach richtig Bock, mit ihm zu saufen. Sag richtig so, wie es ist. Hat einfach richtig Bock, mit ihm schön einen Jackie rein zu dübeln, Alter. Holy shit. Ich kann nicht sprechen wieder. Was ist denn los, Alter? Habe ich wieder einen Sprachfehler? Gios Logopäden muss ich mal wieder anrufen. Alter Schwede. Nein, aber geisteskranke Runde. Auf jeden Fall die beste Runde bisher im Halbfinale. Und ich glaube, das ist schwer zu toppen. Komplett nice. Die geht komplett ab, die Runde. Beste Runde. Sage ich euch so, wie es ist. Das ist meine Meinung. Also die Runde. Für mich auf jeden Fall ein Finalist. Sage ich jetzt schon. So, ist scheißegal. Ist auf jeden Fall ein Finalist. Wenn nicht, dann bin ich sauer. Dann bin ich richtig sauer. Holy shit. Geisteskranke Runde.
nachdem wir uns das Überbrett von Sensory angeguckt haben, würde ich sagen, gehen wir jetzt zu Punches rüber, meinen absoluten Favorite Dude. Und ich bin sehr gespannt. Antidepressiva, oh shit, hört sich schon wieder nach einem sehr themenbezogenen Song an, kein Punchline-Track oder so. Okay, sehr risky mal wieder im Halbfinale sowas zu kicken. Produziert von Aku. Yo, Grüße. Grüße, mi friendo. Natürlich kennt man auch die Sau. Ja, natürlich auch wieder Grüße an Punches, man. Kuss auf die Nuss, mi friendo. Yo, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock auf Punches. Da gibt's immer richtig viel zu analysieren. Wie gesagt, Punches und Sensory, meine absoluten Favorites in der Cypher hier. Und ja, aber von den Tracks generell bezogen her würde ich sogar sagen, dass Punches auf jeden Fall nicer ist, so, weil der auf jeden Fall mehr Aussage hat als ein Sensory. Sensory, wenn man richtig Bock auf in die Fresse Ding hat und einfach nur mitnicken will und komplett irgendwas kaputt boxen will, dann ist vielleicht Sensory besser, aber wenn man wirklich komplett into it sein will und so, ist auf jeden Fall Punches deutlich, deutlich besser und hat auch auf jeden Fall technisch mehr zu bieten. Deswegen, ich bin Bock, wollte ich gerade sagen. Holy shit. Ich habe Bock und brauche einen Logopäden. Gio! Mi friendo, ruf mich mal an. Ne? Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Runde antidepressiver Punches. Los geht's. Ja, es ist Tune, der Boss. Let's go! Ja. Punches, antidepressiver. Kuchen von Herr Video mal wieder. Nein, Video wieder von Herr Kuchen macht auch wirklich, sag ich einfach so, wie es ist. Mit Camager Cuts. Ja, obwohl. No front, ne, Camager, ich bin wirklich unfassbar dicke mit dir. Ich liebe dich, Bro. Aber, Herr Kuchen macht einfach die krassesten Videos in der Cypher. So. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass Herr Kuchen mich nicht wirklich mag. So, ne, Einbildung ist vielleicht auch eine Bildung, könnte auch sein. Aber, ja, egal. Ich freue mich riesig auf die Runde von Punches Antidepressiva. Ich kann mir schon vorstellen, worum es hier geht, logischerweise. Ich bin sehr, sehr gespannt. Los geht's! Ja, ich stoppe jetzt hier gleich schon mal direkt eine kurze Runde hier. Direkt geil. Man merkt einfach direkt schon, wie da ist sich Kopf gemacht wurde und ihr denkt euch, was labert der Junge? Dieses Beat nachmachen, nicht nach Summen. Ich wollte erst nach Summen sagen, aber es ist es nicht. Aber dieses. Einfach schon nice. Man merkt einfach direkt, da ist wieder jemand hinter, der sich einen Kopf macht und ich liebe es einfach an Punches. Das ist wirklich so der im Turnier. Ja, ihr wisst es eigentlich schon. Ich wiederhole mich jetzt hier nicht. Jetzt hör mal zu, Punches. Okay. Ich bin fast über den Berg, aber die Wolken schmerzen heftig. Ich drehe die Zeit zurück, alles war unbeschwert. Doch plötzlich ein gewaltiger Anschlag auf das Innerste der Seele. Mir wird übel, ich schaff's nicht mal mehr mit irgendwem zu reden. Aber unbedeutend, sag mir was. Boah, Junge, was? Dicker, was? Nee. Also, sorry, ich bin komplett geflasht mal wieder. Das kannst du mir einfach nicht erzählen. So, und ihr denkt euch jetzt bestimmt wieder, in der letzten Analyse schon komplett in den Arsch gekrochen. Leute, würde ich hier ich sag immer meine ehrliche Meinung so, und würde ich jemanden in den Arsch kriechen, würde ich den Favorit des Turniers den Anus lecken. Und wer ist es? Mizep, und ich sag euch ganz ehrlich, ich finde ihn nicht scheiße, aber ich find's einfach nicht nice, ich find's nicht geil, deswegen sind auch immer die Analysen von den Bewertungen her immer nicht ganz so nice, weil ihr es einfach nicht rafft, dass ich einfach Mizep kacke find. So, um es jetzt einfach mal ganz böse und hart auszudrücken. Ja, ich find's einfach nicht nice, so, ich find Mizep einfach nicht nice. Und würde ich irgendjemandem das Arschloch lecken, dann würde ich doch ihm das Arschloch lecken, damit alles gut ankommt. Leute, ihr labert scheiße. So, und, also hat noch keiner gelabert, aber sorry, Punches ist einfach zu krass. Er hat mich komplett direkt wieder gefangen. Ja. Es ist ein Einstieg, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und wie er in den paar Zeilchen wieder genau das anspricht und es auf den Punkt bringt. Ja. Mir ging es gut. So vom Wegen. Also ich bringe jetzt nicht die Zeile nochmal rüber, weil ich kann es nicht genau wiedergeben. Aber mir ging es gut. Doch plötzlich kamen Beschwerden. Und auf einmal ein Anschlag auf sein Gewissen, auf seinen Kopf, und dann schafft er es nicht, mit irgendjemandem zu reden. D-
Digga, und es ist so wild. Es ist so krank. Es ist viel zu heftig einfach. Von dem Einstieg her, und jetzt kommt er noch komplett rein. Also ich habe jetzt mit einem heftigeren Drop an der Stelle gerechnet tatsächlich. So mit einem heftigen Bumm, mit einem heftigeren Bums. Sage ich euch auch so, wie es ist. Aber es ist der Einstieg. Es ist einfach viel zu heftig. Jetzt hör mal zu, Punch. Das hört es euch an. Jetzt. Ich bin fast über dem Berg, aber die Wunden schmerzen heftig. Ich dreh... Viel zu krank. Die Zeit zurück, alles war unbeschwert. Doch plötzlich ein gewaltiger Anschlag auf das Innerste der Seele. Mir wird übel, ich schaff's nicht mal mehr mit irgendwem zu reden. Aber unbedeutend, sag mir, was bist du schon in der Zeitrechnung? Du bräuchtest Beistand, doch dein größter Hilfeschrei verstummt deine... Einfach krank. Und das ist so ein Ding, ich fühl's komplett. Ich würde jetzt nicht zu mir sagen, dass ich irgendwie depressiv bin. Aber manchmal habe ich schon wirklich diese, es gibt so ein paar Andeutungen, die mich dann manchmal so denken, ah, irgendwas stimmt nicht. So, wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr versteht es. Zum Beispiel das, was er hier gerade sagt, ne? Ich schaffe es einfach nicht, mit irgendwem zu reden. Es ist Real Talk so. Das Ding ist bei mir, wenn irgendeine Sache vergänglich ist, also irgendeine Sache, sage ich jetzt einfach mal, die ist schon ein bisschen her, dann kann ich erst drüber reden. Aber wenn es brandaktuell ist, dann halte ich die Fresse und will einfach nur für mich sein, alleine in der Ecke sitzen und es in mich reinfressen. Also, obwohl ich bei meiner Ex-Freundin, sage ich jetzt einfach mal so auf gut Deutsch gesagt, direkt straight raus, konnte ich nicht anders, so, weil ich halt obdachlos war, wie gesagt, und musste halt überall hier rumkommen, bei meinem Kumpel rumkommen, weil ich halt rausgeschmissen wurde von zu Hause und so, von meinem Dad, der ist einfach abgehauen. Okay, viel zu viele Infos. will ich jetzt auch gar nicht so ganz genau drauf eingehen, aber auf jeden Fall die härteste Kopfick-Zeit meines Lebens so, und ich habe schon echt viel durch, holy shit. Und ich bin auch recht jung. Um es kurz zu fassen, ich konnte und wollte eigentlich nicht drüber reden, aber ich war umgeben von Menschen gezwungenermaßen und ich musste einfach es rauslassen. Ich konnte nicht vor meinem besten Kumpel Justin zum Beispiel, konnte ich nicht weinen. So, ich konnte es nicht, weil ich es nicht wollte, weil ich es einfach alles in mich reinfressen wollte. Ich wollte es immer für mich verarbeiten. Ich wollte immer, dass ich es alleine bekämpfe, ohne irgendjemanden dazu zu holen, weil es in der Vergangenheit schon oft der Fall war, dass ich dadurch leicht angreifbar war, leicht fickbar und das auch schon passiert ist. Deswegen immer für mich selber ausmachen wollte, aber es hat in dem Moment einfach nicht geklappt und ich habe eigentlich gemerkt, dass es gut tut, aber ich mache es trotzdem nicht, bis heute nicht. Ja, das eine Mal und es hat auch gut getan, aber ich würde es nicht nochmal machen so, einfach weil ich dadurch leicht angreifbar bin. Und das spiegelt ja hier für mich auf jeden Fall geisteskrank wider. Und das ist heftig. Das ist wahr. Ich bin schon wieder komplett im Laberfluss. Kein Teilnehmer. Der JCC hat mich bisher zu diesem Laberfluss gebracht. JBB, okay. Entertainment, okay. Aber... Gedanken haben deinen größten Fehler genährt. Jetzt fehlen die Worte so, als hättest du nie reden gelernt. Auf den Punkt gebracht. Holy shit. Als hättest du nie reden gelernt. Er bringt's einfach auf den Punkt. Er macht nicht 15 Zeilen Aufbau. Er bringt's einfach direkt raus und man versteht's. Und es ist einfach geisteskrank. Schon in der letzten Runde Krebs hat er es genauso auf den Punkt gebracht mit zwei Zeilen. Es ist... Ich persönlich würde rappen. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich würde es nicht hinkriegen wie er. Ich würde es 15 Zeilen lang aufbauen und dann die Pointe setzen. So. Und er bringt's einfach innerhalb von einem Zweizeiler auf den Punkt. Es ist heftig. Dein ganzer Zustand lässt sich leider Gottes eh nicht erklären. Täglich erschweren neue Probleme des Herzens. Und du fragst dich wieder, was war der maßgebliche Schicksalsschlaganfall von Mama? Doch die Antwort liegt dir nicht parat. Ja, okay. Das fühle ich jetzt an. Also ich fühl's schon geisteskrank, ne? Auch hier Thema Mama und so ansprechen ist auf jeden Fall eigentlich... Ja, aber zu sagen, also dass er jetzt zum Beispiel sagt, natürlich, das ist seine Sicht so, ich will jetzt nur von mir sprechen, meine Sicht so, ich weiß, dass es daran liegt so, aber er sagt jetzt so von wegen, er weiß nicht so genau, ob es unbedingt daran liegt, er hat nicht die Antwort parat so. Ist bei mir schon so, ich habe schon die Antwort parat, aber ich fühle auf jeden Fall das, was er sagt, das ist geisteskrank, Und das Ding ist, es gibt auch einfach Situationen in meinem Leben, eigentlich bin ich happy, ich bin komplett happy, aber ich kann von 0 auf 100 einfach ist, kann ich komplett down sein, komplett. Und es muss nicht mal unbedingt irgendwas gewesen sein.
Und ich weiß nicht wieso, ich bin einfach geisteskrank abgefuckt und down. Und das merkt man auch so. Und ich, das ist auch so ein Anzeichen, wo ich manchmal denke, okay, irgendwas stimmt vielleicht nicht ganz mit mir, ne? Einfach von 0 auf 100, ich bin der happigste Mensch on Earth, ja? Eigentlich bin ich auch wirklich ein Mensch, der voller Lebensfreude steckt, wie man auch in den ganzen Videos eigentlich merkt, so. Ja, auch in den Soulings und so, wie wir da abgehen, komplett. Das habe ich so auf YouTube zum Beispiel noch nie gesehen und das wird mir auch oft geschrieben. Und es wird mir Hilfe. Ich mache das ja eigentlich nur hier, diese Analysen zum Beispiel, einfach um den Leuten zu zeigen, wie krass diese Runde eigentlich ist. Das war schon im JBB so, einfach, dass ich die Zeilen erkläre und zeige, ey, die Runde ist eigentlich geisteskrank gut. So, das war mein Hintergedanke dadurch. So, und dann kommen auf einmal Nachrichten von Zuschauern, die mir sagen, yo, ey, zum Beispiel, ich spreche jetzt keinen Namen aus, aber ich spreche es jetzt mal an, mein Vater schlägt mich so, ich habe keine Freunde, ich bin so und so alt und hänge nur zu Hause und bin, ich sehe keinen Sinn in meinem Leben. Und dann kriege ich Nachrichten und dann sagen die zu mir, yo, dein Video ist so der Grund, warum ich aufstehe. Und das hat er wirklich geschrieben. Das ist so der Grund. Und das ist einfach so ein Ding, was mich von der Realität so ein bisschen entflieht. So deine Videos. Da kann ich kurz abschalten. Da denke ich nicht an die Realität. Und als ich das gelesen habe, da, wirklich, ich habe Gänsehaut bekommen. Ich habe geisteskrank Gänsehaut bekommen und dachte mir so, alter Schwede, dass ich sowas zu hören kriege, ist, das wollte ich ja gar nicht mal. So, das war nie meine Absicht. Und das zu lesen, ist für mich die größte Ehre, die man haben kann. So, dass ich das lese. Und auch letztens erst wieder, wenn es mir schlecht geht, das war unter der Johnny Dixon-Analyse, wenn es mir schlecht geht, gucke ich mir die Analyse an, weil du mich komplett mitreißt in diesem Bann. Und da denke ich mir, Alter, holy shit. Und bestimmt kriegt Punches auch solche Nachrichten. So. Und ich kann auf jeden Fall fühlen, das ist gar nicht jetzt Thema gewesen, so, aber das spreche ich jetzt gerade einfach an. Ach, Leute, sorry, ich bin wieder ein bisschen lost. Und dein Frühstück fällt dir schon vor die Füße, komplett eingeschränkt von deiner Depressionsparalyse. Führst du maximal noch Monologe, tote Hose in der Wohnung. Zu viel vom Ethanol und du fällst ins Bodenlose. Bodenlose, tote Hose und davor auch noch Monologe. Wieder sehr gut gereimt. Schön die O-Silben mitgenommen hier nochmal, um auch das zu loben. Ja, habe ich davor jetzt gerade nicht erwähnt, aber da war auch krass technische Highlights bei, von der Reimstruktur zumindest gesehen her technisch. Sehr nice. Er kennt sich von den Depressionen zerfressen, merkst du, keiner kann sich in die Episode versetzen. Deine ja, richtig, das ist auch so ein Ding. Viele nehmen dieses Thema einfach absolut nicht ernst und denken, das ist einfach nur eine Ausrede so und das ist halt einfach traurig. Das ist einfach traurig, es ist eine wirklich ernstzunehmende Krankheit, wo viele, wirklich sehr viele auch drunter leiden. Und dass das in der Gesellschaft nicht so ernst genommen wird, das finde ich extrem traurig. Es ist so traurig und da ist wieder dieses Weltbild von dem Song Krebs, also da denke ich wieder an den Song Krebs zurück und denke mir so, alter Schwede. Was sind Menschen eigentlich für Hurensöhne? Die Liebsten wünschen sich nur, dass du nicht verreckst, setz dir die Klinge an den Hals, doch leg sie wieder weg, wieder weg. Ja, nice, nice. Also das fühle ich jetzt zum Beispiel nicht, aber ich kenne auf jeden Fall viele Menschen, die das auch schon so in dem Sinne, wie er es hier gerade repräsentiert, machen. Ja. Und deswegen finde ich wild. Kannst es doch Krüge, Antidepressiva, denn die Zeit steht niemals still, auch wenn du gar nichts zu verlieren hast. Das geht an jede Seele, die sich aufgegeben hat, versucht den Traum zu leben, ohne dass du tausend Pläne machst. Antidepressiva, nice. Wie erklärst du deine Welt, wenn sich das Seelenpotenziert hat? Es kann passieren, dass deine Fassade völlig implodiert. Doch selbst wenn ich erwachsen bin, töte ich nicht das Kind in mir. Alter Schwede, die Hook ist komplett wild, komplett krass. Praxis Dr. Krüger, finde ich schon mal ziemlich nice, ne? Weil er ja Elias Krüger heißt. Und geil. Praxis Dr. Krüger, wie er es auch betont, mega nice. Und dann richtig reinkommt, Antidepressiva. Richtig nice. Auch hier mit der Zeit steht still und ob du noch gar nichts zu verlieren hast. Und das geht dann die tausend Seelen, die sich aufgegeben haben. Versuch den Traum zu leben, ohne dass du tausend Pläne machst. Auch eine richtig nice Aussage, aber danach kommt auch eine Aussage, die doppelt und dreifach geil ist. Nur weil ich erwachsen bin, töte ich nicht das Kind in mir. Das ist eine Aussage, die ich zu 100% fühle. Die ich zu 100% fühle. Ich mache nur Scheiße. So, also ich mache nicht nur Scheiße so, aber ich schäme mich nicht. Ich habe wirklich sehr wenig
Wie nennt man das denn jetzt? Ich bin lost, Alter. Holy shit. Ich bin ja noch nie so lost gewesen wie jetzt gerade. Holy shit. Wie nennt man das denn? Ich habe echt wenig Schamgefühl. So. Ich habe geisteskrank ekelhaften schwarzen Humor. Und ich, auch in der Öffentlichkeit, ne? Ich mach Scheiße. Leute, ich bin, wenn meine Instagram-Stories oder so verfolgt, Digga, ich sitze im Kino mit einem Megafon und brüll da rum. Also ist schon vorgekommen. Viele würden jetzt sagen, Alter, kindisch, Aber Leute, Kind zu sein oder das Kind in sich zu töten, nur weil man erwachsen ist, ist der größte Fehler, den man mit sich machen kann. So. Eine Ex-Freundin von mir, die meinte auch so, Alter, werd mal erwachsen. So, nur weil ich mir denke, so, yo, mit meinem besten Kumpel, ich könnte jetzt einfach ein Einhorn-Kostüm kaufen und einfach mit dem da durch die Stadt cruisen. So, das sind einfach geile Erinnerungen. So, das sind Erinnerungen in deinem Leben, wo du immer noch später ran zurückblicken kannst und sagen kannst, Alter, das war nice. Ja, ich saß mit dem Megafon im Kino, ja, und wurde dann da rausgeworfen. Hab Hausverbot bekommen. oder, ja. Oder einfach mal Dinge tun, die einfach so weird sind und einfach nice sind. So, ich bin einfach mal beim besten Kumpel spontan. Ich habe ihm gesagt, so, ich habe ihm am Abend angerufen und gesagt, so, yo, ich habe jetzt auf einmal spontan nächste Woche Urlaub bekommen. Lass uns einfach morgen früh um 7 losfahren, einfach durch Deutschland fahren mit dem Auto. Er so, yo, ich bin dabei. 7 Uhr morgens, soll ich da stehen? Jo. Es war 22 Uhr am Abend und am nächsten Tag um 7 sind wir einfach 5 Tage durch Deutschland gecruised. Ja, Köln, Bonn, alles. So. Und keine Ahnung, auch spontan, wo wir bei ihm waren. Das dachte ich so, ja, okay, lass mal jeden Laden abklappern, der auf dem Weg zu mir ist und einfach nur Capri Sonne Elfentrank holen. Ja, und habe ich einfach für 300 Euro Capri Sonne Elfentrank gekauft. Kein Scheiß. Und es sind wie viele Packungen gewesen? Über 70, 75 Packungen oder so. Und die stehen hier hoch, die Wand hoch. Ihr denkt, ich bin geistesgestört. Ja, ich bin total behindert und komplett crazy drauf. Aber das sind einfach Dinge, das sind einfach Erinnerungen. Und die bleiben. Und da kann man, wenn man älter wird, einfach immer darauf zurückgucken und zu sagen, auch wenn ich erwachsen bin, töte ich nicht das Kind in mir. Aussage des Jahres. Und er hat den Song Krebs rausgehauen. Ja. Ich bin sprachlos schon wieder und es sind erst 1 Minute 30 vorbei. Dieser Junge, ehrlich, also Pan, das ist... Mir fehlen die Worte. Ich durch depressive Lebenszüge definiert, das hast du statt dem Suizidieren eine Therapie bestritten, rehabilitiert und frei von antidepressiven Mitteln. Stehst du vor dir selbst und merkst jetzt, ich kann niemanden fisten, manche... Na, nice, okay, jetzt, er hat gerade die ganzen negativen Punkte im ersten Part angesprochen. Und jetzt spricht er irgendwie gerade die Dinge aus und gibt uns Hoffnung, also, oder den Menschen, die betroffen sind. Ob ich mich dazu zählen würde, I don't know, nicht wirklich unbedingt, aber es gibt halt schon, wie gesagt, so ein paar Ansätze, so ein paar Andeutungen, wo ich mir denke, Alter, ich bin vielleicht nicht ganz normal, so, okay, oder es ist halt irgendwie nicht so, kenne ich so nicht, so von anderen vielleicht, die ich kenne, so, das ist schon manchmal ein bisschen beängstigend tatsächlich so, keine Ahnung. Aber nice, auf jeden Fall auch nice Reimkette hier mit Wörtern, die mich glauben lassen, dass er hier ein Professor ist. Kann ich jetzt nicht mehr hier wiedergeben. Ich habe wirklich einen Sprachfehler gerade. Holy shit, tut mir echt leid. Auch neben ein wenig länger, doch die Kunst ist nach dem Feuer aus der Asche wieder aufzustehen. Auf jeden, das ist Real Talk, das ist wirklich die Kunst. Ja, wenn alles über dich zusammenbricht, einfach wieder aufzustehen. Ich weiß, es ist wirklich ultra schwer. Aber es ist möglich. Sorg mich aus, ich hab auf mehreren Ebenen viele Einblicke tief in meine Seele gegeben. Die Depression ist wie eine schwebende schwarze Kugel. Ich fasse sie nur nicht an, denn ich sehe mich gerade nicht unten. Auch starke Aussage. Bin durch den Serotoninmangel, weil ich zu spät therapiert war. Doch die Erschaffung dieses Beats wirkte antidepressiv. Meine Dämonen sind jetzt tot, aber verlassen mich auch nie. Pack es an, stell dir vor, die ganzen Schmerzen werden nur fiktional. Bild dir nicht ein, du wärst nicht normal. Nice. Boah, geil, wie auch der Beat hier weggeht und dann nochmal hier die Echo-Effekte reinkommen. Sehr, sehr nice. Also ich finde jetzt nicht, ich sag jetzt nicht ganz so viel dazu wie in den vorherigen Runden. Hier Flow, da Flow, weil es zieht mich wirklich mit. So, es zieht mich wirklich mit, was er erzählt. Es ist wie so eine Geschichte und die erzählt er wirklich sehr krass und sehr schön. Ne, ist natürlich echt ein heftiges Thema. Was mich interessieren würde, hat eben gemeint, so,
dieser Beat hat ihn irgendwie erinnert und bla und hier und hat ihn zu dieser depressiven Lage gebracht. Mich würde interessieren, ob diese Runde so geplant war, wie sie geplant ist. Ob er wirklich das im Halbfinale einreichen wollte oder ob wirklich der Beat, den er gehört hat, der Grund dafür war, dass er so einen Song schreibt. Das würde mich wirklich interessieren. Das ist doch Dr. Krüger. Antidepressiva, denn die Zeit steht niemals still. Auch wenn du gar nichts zu verlieren hast, das geht an jede Seele, die sich aufgegeben hat. Versuch den Traum zu leben, ohne dass du tausend Pläne machst. Das ist doch Dr. Krüger. Antidepressiva, wem erklärst du deine Welt, wenn sich das Seelen potenziert hat? Es kann passieren, dass deine Fassade völlig implodiert. Doch selbst wenn ich erwachsen bin, töte ich nicht das Kind in mir. Finden uns im Ist-Zustand, was hast du dich? Oh, nicer Einstieg. Finden uns im Ist-Zustand. Zustand. Ja moin, Zustand. Blutiert doch selbst, wenn ich erwachsen bin, töte ich nicht das Kind in mir. Finden uns im Ist-Zustand, dass du dich verrannt, im wahrsten Sinne, als du damals auf der Klippe standst. Oh mein Gott. Was hast du dich verrannt, im wahrsten Sinne des Wortes, als du an der Klippe standst? Ist natürlich ein Wortspiel hier. Wo hast du dich verrannt? Oh, als du an der Klippe... Oh fuck, Alter, was? Das ist eine dreifache Doppeldeutigkeit, das ist irgendwie gerade, klingt das komisch, ne? Eine dreifache Doppeldeutigkeit. Ist das überhaupt richtig? Alter. Boah, das ist krank. Punches. Ich dachte jetzt nicht, dass man das jetzt noch toppen kann mit so einer Zeile. Wo hast du dich verrannt? Im wahrsten Sinne des Wortes, als du an der Klippe standst. Ja, man sagt ja, ne, wo hast du dich verrannt, wenn du... Boah. Alter, ich fass mir gerade an den Kopf, Leute. Es ist gerade ein bisschen heftig. Fällt mir auch gerade, muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen schwierig, da gerade was zuzusagen. Aber das ist auf jeden Fall Highlight mit. Kranke Zeile. Boah. Wie schafft man sowas? Ist meine Halbfinale und Krebs, das war jetzt nicht viel Zeit dazwischen. So, und er geht bestimmt auch volltags arbeiten und sowas, ne? Boah, ich bin echt ein bisschen geflasht. Jetzt guck dich schon halt in eine Sie, was du entfesselt hast. Der endgültige Tod wäre das Letzte, was man retten kann. Für nichts ist es zu spät, du zerbrichst dich am System. Fuck, du weißt nicht, dass du Missgeburt mal das Mittelmeer gesehen verlassen. Oh mein Gott. Au, aber er haut hier gerade auch ein bisschen Fronts raus an die, die sagen, ja okay, ich bringe mich jetzt um. Und jetzt meint er, glaube ich, damit, dass das egoistisch ist. Und jetzt zu sagen, hast du Missgeburt mal das Mittelmeer gesehen? Von wegen, hast du auch mal die schönen Dinge gesehen? Hast du mal wirklich die Welt gesehen? So, was eine Aussage, Digga. Was eine Aussage. Und das ist der dritte Part. Wirklich, der zeigt gerade von Hoffnung. Er will den Leuten erzählen, Bro, es gibt noch einen Sinn. Kämpf dich da durch. Hast du mal das Mittelmeer gesehen? Hast du die Welt überhaupt mal gesehen? Seh nicht nur die schlechten Dinge. Also, es ist heftig, was er hier vermittelt. Dein Zimmer und versteh, dein ganzes Leiden ist nur temporär. Also frag dich selbst, ist es dir das am Ende wert? Du bist so weit. Nice, krank. Dass du deine Tabletten nicht mehr nehmen musst, doch wenn's den Schädel bummst, machst du immerhin noch ein wenig Kunst, also entspannt. Oh, ja, weil Tabletten natürlich auch, hier. Och, Junge, was ist denn los mit mir? Ich kacke ab. Auch Nebenwirkungen haben und jetzt meint er irgendwie... Also habe ich das jetzt richtig verstanden oder drehe ich das jetzt gerade? Du versteh, dein ganzes Leiden ist nur temporär. Also frag dich selbst, ist es dir das am Ende wert? Du bist so weit, dass du deine Tabletten nicht mehr nehmen musst. Doch wenn's den Schädel bummst, machst du immerhin noch ein wenig Kunst. Ich bin lost. Ich glaube, ich verstehe das jetzt falsch. Entweder sage ich komplett das Gegenteil jetzt. Also du bist so weit, dass du keine Tabletten mehr nehmen musst. Okay. Doch wenn es dein Schädel bummst, ist das im Endeffekt irgendwas noch mit Kunst. So, also ich verstehe schon die Aussage, ich kann dir die Zeile nicht wiedergeben. Will jetzt damit sagen, entweder, okay, du nimmst die Tabletten nicht mehr, du bist so weit, dass du die Tabletten nicht mehr nehmen musst. Aber die Nebenwirkung von den Tabletten... Ich bin gerade lost, wirklich. Ich bin gerade komplett lost, es tut mir wirklich leid. Ist die Nebenwirkungen... Ach, keiner. Ey, Leute,
Och nö. Ich bin heute richtig lost. Ich kann mich gar nicht ausdrücken. Es ist wirklich schlimm. Oh, es fuck mich gerade wirklich selber ab. Ich bin gerade richtig sauer auf mich selber. Mann, ich kann nicht das aussprechen gerade, was ich meine. Punches, wenn du das hier siehst, mein Junge. Und ich glaube, du siehst es mir wieder. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Deswegen sage ich jetzt nichts mehr dazu. Also entspann dich, bevor du jetzt weiter verzweifelst. Außerdem bist du ganz sicher nicht allein mit der Scheiße seit der Oh, nice. Sehr geil, sehr geil. Wie er den Leuten jetzt gesagt. Okay, ne? Weil wenn man dieses Gefühl hat, so, keiner versteht dich und so, dann denkt man so, ja, ich bin alleine damit und mir geht's so kacke und so. Aber er sagt, es gibt auch noch andere Menschen, die es haben. Also du bist nicht der alleine mit dieser Scheiße leben muss. Daran muss man auch immer denken. Letzten Runde schreiten nämlich unzählige Fans mich an. Solange ich stemmen kann, bin ich gerne zum Worte wechseln da. Und mein Finale wird allein technisch schon viel zu heftig. Man, ich spreng die letzten noch existenten Grenzen von Rap, verdammt. Das ist Dr. Krüger. Nein. Antidepressiva, denn die Zeit steht niemals still. Auch wenn du gar nichts gar nicht zu verlieren hast, das geht. Jede Seele, die sich aufgegeben hat, versucht den Traum zu leben, ohne dass du tausend Pläne machst. Das ist Dr. Krüger. Krüger. Antidepressiva, wem erklärst du deine Welt, wenn sich das Seelenpotenziert hat? Es kann passieren, dass deine Fassade völlig implodiert. Doch selbst wenn ich erwachsen bin, töte ich nicht das Kind in mir. Töte ich nicht das Kind in mir. Hör lol, was ein Zufall. Wood. Merch von Punches ist wieder back am Stissel. Ich muss sagen, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie gerade einen Kopfhick. Ich sag euch so, wie es ist. Durch diese Runde. Also keinen bösen Kopfhick, ne? Also, es nervt mich nur gerade, dass ich mich nicht richtig ausdrücken konnte manchmal mit dem, was ich sagen wollte. Das stört mich gerade so ein bisschen. Ich hoffe trotzdem, dass das jeder ungefähr verstehen kann, was ich unbedingt aussagen wollte, so ungefähr. Runde hat mich mal wieder komplett geflasht. Also es kann doch nicht sein, Punches. Es kann nicht sein. Mit Karo Cream hast du mich in den Sitz gefickt und mich komplett geflasht. Ja, mit diesen ganzen Insidern von dir selber, mit den ganzen Flowwechseln, mit den technischen Highlights, mit den nicen Punchlines, mit dem Video, mit dem Aufbauen und so. Dann kommt Krebs, gesellschaftskritisch sein Urgroßdaddy und komplett krass einfach nur. Und hier auch. Auch natürlich ist sehr, sehr schwierig im Finale so. Sehr, sehr balls zeigender Junge. Ja. Aber für mich sind Punches und Sensory hier im Finale. Auf jeden Fall. Ziemlich krass und hat mich auch gerade echt geflasht. Ich weiß tatsächlich gerade mal wieder nicht, was ich sagen soll zu dieser Runde. Sie ist wirklich krass so. Erzählt erst diese negativen Dinge auf mit einem geisteskranken Einstieg, der besser nicht gemacht hätte sein können. Direkt mit in einem Vierzeiler, glaube ich, war das mit einfach Aussagen, die ich in 15 Zeilen geschrieben hätte. Er bringt es einfach auf den Punkt. Hook hebt sich ab, nice, auch mit diesem Praxis Dr. Krüger. Und dann rastet er komplett aus mit einer noch aggressiveren Stimmlage drauf. Schöne Wortspiele. Ja, das auch mit der Klippe stehen. Zu heftig. Ja. Ja, Hook. Zu kranke Aussagen. Ja, mit. Auch wenn ich erwachsen bin, töte ich nicht das Kind in mir. Und davor noch die Aussage. Und auch hier, ganz am Ende. Das Finale wird viel zu heftig. Voll krass, verdammt. Ich bringe die letzten Dinger hier von Rap, verdammt, wie auch da nochmal komplett abgeht mit der Stimme, komplett ins Mikro brüllt. Einfach nicer Vibe, nicer Atmosphäre, die er hier schafft. Kranker Beat von Aku. Heftig. Gutes Video von Herr Kuchen. Direkt sehr passendes Video. Gute Cuts drin. Gut nachbearbeitet. Schönes Color Grading. Ich bin gerade echt ein bisschen geflasht. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach vom Gesamtprodukt komplett krass. Wie er erst die negativen Dinge aufzählt, so die ihn betreffen. So, und das dann für die Allgemeinheit so ein bisschen versucht, gut, was heißt gut zu reden. Er sagt halt eben, yo, Leute, ihr seid nicht die Einzigen. So, und man kann dagegen ankommen. Und Leute, es bringt nichts, sich umzubringen oder so.
oder egoistisch zu sein oder so, weil ihr seid nicht die Einzigen. Habt ihr schon mal das Mittelmeer gesehen? Ja. Das sind einfach Aussagen, die sind wirklich... Die sitzen schon ziemlich tief, die sind schon krass, die sind... Kranke Runde, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich bin ja echt ein bisschen geflasht, Punches. Grüße gehen natürlich an dich raus. Und... Finde ich krank. Finde ich jetzt eine Runde, mit der auf jeden Fall generell, also mit Krebs hätte er für mich eigentlich schon die Cypher gewonnen. Und jetzt nochmal so ein Ding. Ich kann auch jetzt gar nicht so sagen, was ich besser finde, welche Runde ich bisher am besten finde. So, Caro Cream hat für mich den Vogel abgeschossen, dann kommt Krebs, das hat für mich den Vogel abgeschossen und das hier. Würde ich auf eine Stufe mit Krebs stellen, vielleicht ein bisschen drunter, weil ich nicht jede Aussage komplett für mich selber nachvollziehen kann. Aber ich kann schon sehr fühlen, was er damit sagen will und ich finde es auf jeden Fall sehr nice, dass er eben genau das anspricht. Ich glaube, er hat mal in einem Song gesagt, ich glaube, das war er, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendjemand hat das mal gesagt, von wegen, ihr habt jetzt diese Bildfläche und nutzt sie einfach nicht, irgendwas zu sagen. Ich weiß nicht, ob es Punches war, wenn ja, wäre es komplett geisteskrank, wenn nicht, dann war es aber irgendjemand und Punches macht's. So. Er nutzt die Bildfläche, die er hat und will was aussagen und das muss man erstmal hinkriegen und damit auch weiterkommen. Und es ist ihm, glaube ich, relativ Wayne. So, er will einfach das aussagen, was ihn bedrückt. Und das ist etwas, was noch kein Teilnehmer bisher gemacht hat. Und deswegen zu kranke Runde.